Ein herzliches Hallo, liebe Zuschauer, und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Richtig Floppy Discovery. Wir sind mal wieder am Start heute mit einem Anwenderprogramm und mit ganz viel Musik. Auch das kommt schon mal vor. Man greift schon mal einen Disc aus der Box, auf der sind SID-Tunes. Und da bin ich ja immer neugierig. Hier mit einem ganz coolen Mashup. Also eine Vermischung zweier Game-Soundtracks zu einem. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut zusammen klingt, aber hört selbst. Hier wird es kein Outro dazu geben. Ich verabschiede mich nämlich gleich aus dem Intro hier schon raus in den Disketteninhalt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Ausgabe. Ich sage aber hier schon mal, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben, euer Tomaniac. Viel Vergnügen! Floppy Discovery. Commodore C64. It's Commodore time. Enjoy my channel and have fun. Floppy Discovery. So, back to the C128 und all the Aufbau dazu. Und jetzt greife ich hier mal wieder runter in die Discbox, schaue in eine andere Richtung und das fühlt sich aber flubberig an hier. Storage Master. Nun, also, dann ziehen wir mal die Disc raus, die auf beiden Seiten gelocht ist. Und wir schmeißen mal einen Blick auf Seite 1. Mann, ich bin so gespannt. Oh, das rappelt aber im Karton. Was ist das denn? Das ist aber was langet. Hoffentlich ist das keine komische Simulation. Scheint aber nur ein Game auf dieser Seite zu sein. Starten wir das mal. So. Schranz. Na? Tut's was? Da passiert was. Es räumt auf. Switzerland's illegal Software Service Loading Print Shop. Aha. Print Shop, ein Anwendungsprogramm für Leute, die einen Drucker haben. Ich habe keinen. Ich hatte übrigens nie einen Drucker, so einen Nadeldrucker oder sowas für einen C64. Habe ich irgendwie nie gebraucht. Damals. Ja, schauen wir mal kurz, ganz kurz, was hier noch kommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht jemand beerben wird. The Print Shop, bei Broderbund Software, bei David Balsam und Martin Kahn. Klingt deutsch. Commodore 64 Version bei Martin Kahn und Corey Kosak. Copyright 1984, Pixelight Software, all rights reserved. I like to load it, load it. I like to load it, load it. Da, 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 da. Das lädt sich ganz schön ein weg. Ja, also das scheint ja dann wirklich nur ein Druckprogramm zu sein. Oder ja, ich vermute mal, es ist so ein Druck-Layout-Programm. So sowas, wo man vielleicht ganz früher mal mit so eine Schülerzeitung gebaut hat. Das könnte ich mir fast noch vorstellen. Und irgendwie so, boah, der lädt sich aber echt ganz schön einen weg. Ich dachte, wir können jetzt mal irgendwie noch ein Stück Menü sehen. Aber andererseits werde ich da eh nicht weit kommen, weil ich keinen Drucker habe. Da macht das Ganze jetzt wirklich für mich so nicht wirklich Sinn. Deswegen würde ich doch sagen, komm, ich break das hier mal ab. Ja, da passiert sowieso nichts weiter, ne? Ja, also er sagt mir dann nicht, dass er fertig ist. Das Laufwerk, die Lampe blinkt nicht oder so. Also ich könnte mir vorstellen, dass er noch gerade im Ladevorgang ist. Aber ich lasse das jetzt mal. Vielleicht hat er aber auch ein Turboladerproblem. Reset.
Schauen wir mal, ob Seite 2 auch noch Storage Print Master hier ist. Oder ob wir da vielleicht ein brauchbares Game finden. Fabo Music ACS, Some Music, Music Mixer, Hot Tunes, Illusion. Das klingt interessant. Wird das heute eine Musik-Session? Kommt auch immer mal wieder vor, sowas, ne? Bilder-Session, Mucke-Session. Mal sehen, ob das so läuft. Und ob wir was zu hören kriegen. Australian Cracking Service. Presence. For your aural stimulation. A collection of Fabo 64 Music. These are among my favorite pieces of 64 Music and also some nice pickies. When you get to each screen, press space to go on to the next. The music in order of appearance is 1. XLF 2. Mental Warriors, okay, 3, Holiday Morning und 4, Dance at Night. My favorite is Dance at Night. Scheint was Eigenkreiertes kreiertes zu sein, kleine orale Spasme. Ja, nichts, was ich sonst kenne. Mal gucken, ob das andere Cover von irgendwas sind, aber XLF kennt man natürlich. Hier so in Slow-Motion-Version. Deutlich langsamer als das Original nicht. Okay, ich würde sagen, springen wir mal weiter zum nächsten Track. Wenn's denn läuft, ist immer die Devise. Na? 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 Muss ich das vielleicht doch ohne Fastloader machen? Na, das war ja eine Vorstellung. Oder kann ich, gehören die anderen Tracks auf der Disk mit dazu? Da bin ich jetzt gerade überfragt. Moment grad. Machen wir mal hier Normal-Ding. Und so. Starten das nochmal ganz normal ohne Fastload. Ja, und dann kicken wir mal, was passiert, ne? Ob es dann vielleicht funzt, ohne nicht mehr zu funzen. Tja, werden wir sehen. Und ansonsten gucken wir mal, ob wir den Rest auf der Disk irgendwie ans Laufen kriegen. Das war vorhin noch nicht. Scheiße, da hängt er sich weg. Okay. Das sollte wohl nicht sein. Och Gott, jetzt habe ich aber ein ganz mieses Gefühl. Hallo, hallo? Probier noch mal das erste. Klappadi klapparado. Und blink. Load Error. Es lief nur ein einziges Mal. Scheißdreck. Aber er lädt immer noch das Inhaltsverzeichnis. Gucken wir mal, was dieses Some Music ist. Hoffentlich kriege ich wenigstens irgendwas davon noch ans Laufen. Das klingt irgendwie nicht mehr gut. Scheiße. Ich glaube, die Disk ist fertig. Jetzt blinkt er rum. Naja, das kann ich vergessen. Ihr hört's vielleicht. Och, Mensch, ey! Verdammt. Music Mixer. Schade, ich hätte gerne mal wieder ein bisschen Mucke auf die Ohren gehabt. Einen schönen Sit-Tune. Oh, vielleicht kriege ich das hier nochmal ein. Da kommt vielleicht nochmal was. Wir dürfen nochmal hoffen.
Alpha Flight Music Mixer, Last V8, Arkanoid, Only Drum Kit, Arkanoid plus Drum Kit, Last V8 plus Drum Kit, True Swiss Deutsch. Joystick in Port 1. Ich habe noch keinen Wein getrunken. Verdammt. Das ist ohne Drums. Das klingt wie A Cappella. Wobei das Drumkit selber ist ja eigentlich das Geilste. Ich hatte jetzt mal irgendwann übrigens bei Last V8, da kam auch so hier Copyright bla, ne? Das ging mir auch schon auf. Nee, das war bei Sanction Loading Team, war das, war nicht bei Last V8, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Witzig, ich habe noch nie den Titeltrack von Arkanoid ohne Drums gehört. Witzig. Ist auf jeden Fall Arkanoid, der Titelsound ist wirklich ein sehr geiler Soundtrack. Aber mit Drums hört sich einfach noch besser an. Nehmen wir mal das Last V8. Ist das jetzt auch ohne Drums? Ist aber auch ein sehr geiler Soundtrack. Also der Soundtrack ist das Beste am ganzen Game, Last V8. Ich erinnere mich, dass irgendwie 2/3 des Bildschirms sinnlose Anzeigen sind, gefühlt. Und 1/3 ist die Spielfläche. Und die Steuerung seines V8s ist unter aller Sau. Du kannst die Karre kaum bewegen. Und sobald du nur irgendwo so... Ja, man stößt so schnell an irgendein Hindernis, dass die Karre dann explodiert und das war's dann. Also die Spielbarkeit ist wirklich für'n Arsch. Aber was richtig geil ist, ist der Soundtrack. Und ich habe das Spiel damals eigentlich nur deswegen geladen. Only Drum Kit. Das ist jetzt fast wie Beatboxing. Das ist geil. Hören wir da mal kurz nur in den ins Drumset. Das klingt so geil. Ich kenne kein anderes Game oder keinen anderen Sid-Tune, der das so ähnlich irgendwie mal hergebracht hat. Das ist einzigartig. Das ist cool. Aber am besten kommt das Ganze natürlich in Kombination, so wie jetzt. In einer der letzten Ausgaben hatten wir ja übrigens Arkanoid. Ne? Wer das hier fleißig verfolgt, der weiß, das hattest du doch jetzt vor gar nicht so langer Zeit mal noch gezockt. Vor ein paar Folgen. Unter anderem auch Crackout war das erste Game in der Folge. Und Arkanoid kam weiter hinten. Und der Soundtrack dazu ist einfach wirklich legendär gut. So ein geiler Sid-Track. Das lassen wir uns noch mal so ein bisschen auf den Ohren zergehen. Ja, bei Last V8 plus Drumkit, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass dann der Herr YouTube sagt, hey, wobei eben nicht vom Originalurheber, sondern so einer komischen Firma, die meint, das Urheberrecht gepachtet zu haben drauf. Irgendeiner, ich weiß jetzt gar nicht gerade, ob es der gute Andira war. Mein Lieber, du hast doch da mal auch irgendwie das angefochten, ne? Und hast gesagt, hier, das kann ja wohl nicht sein, dass ich da irgendwie so eine Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung kriege, weil derjenige, der das für sich in Anspruch nehmen will, ist ja gar nicht der Urheber. Wir müssen da mal irgendwie so Discord oder so drüber quatschen, wie du das gemacht hast, weil ich sehe das auch irgendwo nicht ein, dass sich da irgendjemand die Lorbeeren für einstecken will. Der meint, der Urheber dafür zu sein, ist es aber selber auch nicht. Und unser Eins wird dann hier angeschissen deswegen.
Und da hattest du dich doch auch mal irgendwie erfolgreich dagegen gewehrt. Würde mich mal interessieren, was du da gemacht hast, was du da eingestellt hast. Weil es heißt natürlich, ja, so Missbrauch kann dazu führen, dass dein Kanal gelöscht wird und so eine Scheiße. Und da habe ich keinen Bock drauf, das zu riskieren. Dann denke ich mir lieber, ja komm, lass einfach stecken, solange du keine Folgen da draus hast und das dann halt einfach nicht monetarisieren kannst, was ja bei mir sowieso noch fernab ist, denn ich bin ja noch weit genug von 1000 Abonnenten weg, deswegen könnte ich sowieso noch nicht monetarisieren, aber es geht mir einfach ums Prinzip dann in dem Moment, sehe ich nicht ein, dass dann die sich das einstecken wollen. So, Last V8 plus Drumkit, ich lege es jetzt einfach mal drauf an. Was? Ah, das ist ja krank. Die haben das Drumkit von Arkanoid haben die gezogen und haben das bei Last V8 reingepackt. Okay, hören wir mal einen Moment, wie das klingt. Ich bin überrascht. Das passt tatsächlich zusammen. Ich glaub's ja nicht. Lass mal noch einen Moment laufen. Gut, das Drumkit könnte im Verhältnis ein bisschen leiser sein. Aber ich staune, wie gut das zusammenpasst. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Das ist ja witzig. Also der Original-Soundtrack von Last V8 ist natürlich auch fantastisch. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wer hat's gemacht? Rob Hubbard? Ich glaube es. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, der Hubbard war's. Das passt tatsächlich zusammen. Wäre das Arkanoid Drumkit ein bisschen leiser, dann wäre es besser aufeinander abgestimmt. Sehr witzig. Okay, ich würde sagen, ich gehe da mal raus und wir gucken mal, was wir da noch so haben. Ich bin wirklich überrascht. Das ist ein krasser Part. Ich wollte gerade den Reset-Knopf drücken, aber da habe ich den Finger nochmal einen Moment weggezogen. Okay, jetzt aber. Witzig. Kriegen wir noch irgendwas hier geladen? Scheint sich wieder ein bisschen eingekriegt zu haben. Das war Music Mixer. Hot Tunes. Es wäre noch cool, wenn wir hier irgendwie noch ein bisschen was geladen kriegen. Mal die ersten beiden, da kackt er mir weg, ne? Da ist die Disk wahrscheinlich irgendwie angeschlagen. Mal gucken, ob das vielleicht noch lädt. Ah, da hat er sich nämlich vorhin ganz schön verschluckt. Ihr habt es wahrscheinlich gehört. Na? Terramar Presence Hot Tunes. Press, was ist das? 1 bis 7 for Tunes or Sternchen to continue. This screen was coded by Terraman. Ja, listen wir mal ein bisschen. Das scheint mir jetzt erstmal nichts Bekanntes zu sein. Also kein Cover von irgendeinem Track aus den 80ern. Das hatten wir ja auch schon mal. Heiteres Songraten. Das sagt mir jetzt gerade nichts. Ist das das auf 1? Ich drück mal die 1. Ah. Enjoy these Megatunes or press the star key to continue to the next screen. Mhm. Das traue ich mich aber nicht. Ich gehe jetzt einfach mal so von 1 bis 7 hier durch. Kommt da noch was oder bleibt das bei dieser Baseline? Kommt erstmal nichts, ja? Dann
Dann gehen wir mal weiter auf 2. Na, wer kennt diese Robots da oben rechts und links, die da hin und her eiern? Ich weiß es, ich weiß es. Das ist doch aus Mission Impossible, ne? Das sind die. Ja, das wiederholt sich auch. Ich hätte jetzt da was anderes erwartet, muss ich sagen. Okay, weiter. Das sind einfach irgendwelche Soundloops. Das war jetzt auf 3, das haben wir schon gehört. Ach ne, war auf 4, okay. 5. Das scheint jetzt mal ein etwas längeres Musikstück hier zu sein. Mhm. 6. The screen was coded by Terraman. 1987. Das wiederholt sich auch mehr oder weniger, ne? Okay, dann haben wir noch die 7. Entwickelt sich da noch was? Nicht so wirklich, ne? Okay, doch ein bisschen. Dann drücken wir doch mal das Sternchen. Habe ich gemacht. Ich hab doch gedrückt. Okay. Well, hello again. This is Mr. Zorg. Tapping a few bytes of text. Directly smoothed into your spoiled mind. My best and newest sprite routine and of course a great tune. Composed by our dear music freak Rob Hubbard. From Gary the Gurn. A bad game, but some really great tunes. Das haben wir schon öfter mal erlebt. Dass das Spiel scheiße ist, aber die Mucke ist geil. Das gab's schon oft genug auf dem C64. Das waren dann so Spiele, die ich nur wegen der Musik geladen habe, um mir die Mucke anzuhören. Es gab auch Games, da war die Mucke geil, aber ich habe das Game nicht kapiert. Obwohl es wahrscheinlich gut gewesen wäre, wenn ich es kapiert hätte. Wenn ich eine Anleitung dabei gehabt hätte. Aber je nachdem, wie das so ist, ne? So die Tausch-Sessions unter Kumpels, dann hat man sich die Disketten hin und her kopiert. Und woher sollte man denn da auch eine Anleitung haben in Zeiten des Nicht-Internets? Von dem her musste man alles irgendwie selber rausfinden. Und das war halt leider nicht immer der Fall. Geht's da eigentlich noch weiter, wenn ich nochmal Sternchen drücke? Oder ist dann Feierabend hier? Ja, ich glaube, das kann sein, dass da... Space. Kommt noch was? Da scheint noch was zu kommen. Terraman Presents Hot Tunes. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Das ist ja ein ganz toller Tune. Der ist wirklich richtig hot.
Passiert was, wenn ich hier irgendwas drücke? Noch? Nein? Nicht wirklich. Okay. Ich fürchte, das war's mit Hot Tunes. Da ist nichts mehr am Gehen. Nö. Also, hat sich ausgetuned. Na dann, resetten wir mal. Bisschen wat war da ja noch. Schranz. So, Illusion TLS. Zammer, wat ist dat? Wat bist du denn? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das Laufwerk verhaspelt sich fast. Und blinkt. Und. Yeah. Ran. Kriegt er da noch irgendwas hin? Nein. Ist ins Cartridge-Freezer-Menü abgehauen. Ja gut, das ist jetzt eine etwas kürzere Folge mit ein bisschen Mucke. Ich setze mich deswegen jetzt nicht nochmal raus auf den Balkon, sondern ich verabschiede mich von hier raus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Reinhören in diese Music-Tunes. Auch das kann es halt schon mal geben, ne? So eine Disc. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß hier mit dem. Warte mal, ja, das war schon Seite 2. Und wenn es euch gefallen haben sollte, jo, wenn ich die Disc hier rausnehme und gucke mir die Spur an, dann wundert mich echt, dass da überhaupt was geladen hat. Die sieht schon ganz schön mitgenommen aus, die Disc. Also jetzt bin ich echt verwundert, dass er überhaupt was geladen hat. Ui, ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie eine Nahaufnahme von der Spur hinkriege. Dann kann ich die mal mit einblenden. Übel, sag ich, übel. Also ich bin jetzt echt überrascht, dass es überhaupt ging. Ja, sollte euch diese Ausgabe gefallen haben, auch wenn die jetzt nicht allzu viel Inhalt geboten hat, aber das kann es halt bei Floppy Discovery mal geben, man weiß nie, was man kriegt, das ist hier so eine Überraschungstüte, dann würde ich mich freuen über ein Like und schaut doch gerne mal, was habe ich hier noch so Schönes auf meinem Kanal. Und wenn euch das gefallen sollte, dann dürft ihr natürlich gerne auch ein Abo dalassen, vergesst nicht die Glocke zu drücken, dann wisst ihr auch immer, wenn was Neues von mir da ist. Also bleibt mir treu und schau bis zur nächsten Ausgabe, macht's gut ihr Lieben, euer Tomaniac.